Fantastic. Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Runde Clash Royale. Und ihr habt es gestern schon gesehen, mein Deck hat nicht richtig funktioniert. Es hat mich ein bisschen im Stich gelassen. Ich will aber trotzdem nochmal probieren, damit zu spielen. Ich will es einfach nochmal testen. Und wenn es dann nicht funktioniert, spielen wir mit einem normalen Deck. Aber ich will es einfach gerne nochmal probieren. Ich habe mich ja der Ärger so jetzt gepackt, dass ich jetzt mit dem Kackdeck mal gewinnen will. Das muss einfach irgendwie machbar sein. Jetzt haben wir natürlich keinen guten Start, wobei wir könnten den Bombenturm in die Mitte... Ne, wir können den Bombenturm nicht in die Mitte setzen. Zack, der ist weg. Aber wir können jetzt den Königsriesen nehmen. Ja, jetzt mussten wir erstmal ein bisschen verteidigen. Ihr seht, da hat es so einen leichten Krater hinterlassen gerade. Die Bombe, aber wir könnten jetzt... Wenn es denn fertig wird, Königsriese... Ah. Magier nehmen. Und dann müssen wir mal schauen, ob wir vielleicht einmal den Kollegen... Ah, jetzt setzt... Ach, er hat ihn auch! Er hat ihn auch, geil. Hat ihm aber jetzt nicht so viel gebracht. Ja, das war natürlich gut für uns, dass er jetzt die Skelettarmee da hingesetzt hat. Aber wir haben immer noch nicht richtig viel Schaden angerichtet, das ist das Problem. 2000 hat der Turm noch. Ah, egal, es hat funktioniert. Wir werden es testen, vielleicht klappt es ja doch noch. Vielleicht kriegen wir es ja doch noch geschissen, dass wir da irgendwie... Zack. Ja, da kann er freezen, wie er will. Da passiert nichts mit seinem Ballon, wird er nicht durchkommen. Das ist schon mal ganz cool mit dem Tornado auf jeden Fall. Na komm. Was soll's? Gucken, was jetzt kommt. Wir haben für Notfall, für Kleinkram. Naja, auch wieder Tornado. Aber das bringt ihm ja auch nicht so richtig was. Er zieht ihn zwar kurz mal nach hinten, aber dann ist er ja auch trotzdem weg. Pekka wird nochmal abgelenkt. Zweite Bombe noch. Dann dürfte er auch nicht zum Turm kommen. Ah, Leute, vielleicht klappt's ja. Vielleicht klappt's ja, Leute. Wenn er jetzt wieder seinen Ballon setzt, dann erkläre ich ihn für bekloppt. Ich weiß aber nicht, was ich machen soll jetzt. Ich setze jetzt mal den Bombenturm. Oh, da kommt eine Rakete, schön. Das können wir auch das Spielchen. Muss ich jetzt eben machen, weil ich habe gerade nichts anderes. Und wenn er jetzt was setzt... Wie sieht das denn mit den Skeletten aus? Ziehen wir die weg? Ja, geil. Ach, der Ballon. Ich habe den Ballon nicht gesehen auf der Seite. Magier schießt doch. Warum schießt der Magier nicht auf den Ballon? Ist er doof? Kann er das nicht? Können Magier nicht auf den Ballon schießen? Mal ehrlich, jetzt ernst gemeinte Frage. Ich bin mir gerade echt nicht sicher. Warum hat er nicht auf den geschossen? Freunde, Freunde. Scheiße, wieder nicht. Wir schaffen es wieder nicht. Das gibt's doch nicht. Es ist einfach nicht möglich, damit zu gewinnen. Es hat gestern schon nicht funktioniert. Wir haben immerhin wieder einen Turm geholt, aber es reicht einfach nicht. Und deswegen würde ich sagen, nehmen wir jetzt wieder das normale Deck. Und holen uns mal wieder einen Sieg. Es funktioniert halt einfach nicht. Es war ein schöner Versuch, aber... Es bringt nichts, Freunde. Es bringt einfach nichts. Aber vielleicht haben wir jetzt das Glück, dass sich unsere Gegnersuche jetzt auf dieses Deck eingeschossen hat und wir jetzt hier ganz gute Chancen haben. Wir wollen es einfach mal probieren. Kommt ein Feuerball? Ja, kommt. War klar. Das ist ja abzusehen. Aber wir können trotzdem mal ein bisschen was beißen. So. Ja. Genau, so. Sind alle Türen offen hier? Das ist auch nicht so schön. Also hier zu Hause, nicht da beim Spiel. So. Ja, weiß Bescheid, ne? Weißt du Bescheid? Ich muss die mal ganz kurz, während das voll läuft, mache ich mir in die Tür zu. Bin wieder da, ich bin wieder da. Ich hoffe, es ist nichts passiert. Nein. Nichts passiert, so. Aber wir sind schon wieder nicht gut dabei.
gucken. Jetzt haben wir... Ah, Waren, nicht gut. Auch noch so stärkere. Stärkere. So. Ja, setzt doch noch ein paar Feuerbälle auf mein Haus, auf meinen Turm. Ja, wir können es schon wieder abhaken, glaube ich. Wir können es schon wieder abhaken. Das ist doch kacke. Was ist denn heute los? Was ist denn heute los? Er hat aber gerade den Feuerball gesetzt, ne? Hat er gerade den Feuerball gesetzt? Warte mal ab. Dann hol dir ruhig den Turm, Junge. Hol dir ruhig den Turm. Ja, jetzt wird er das schon wieder haben, denke ich. Ne, in der Tat nicht, aber... Das dauert trotzdem zu lange. 2, 3 Schüsse. 3 Schüsse! Wieder Feuerball gesetzt. Ist der doof? Er weiß doch, dass ich... Na, jetzt kriegen wir, ne? Und wenn der Turm down ist, dann kommen erstmal hier die 3 Musketiere hin. Warum tut er denn das? Er weiß doch, dass ich den habe. Warum setzt er denn den Feuerball ständig dahin? Setzt euch doch dahin, ihr dusseligen Kackerbarbaren. 2000 noch. Wir müssen jetzt ein bisschen Gas geben. Na, jetzt schießt er in die Rakete gleich zum Schluss. Nein! Er hat wieder den Feuerball. Aber hat er die Rakete noch? Oder irgendwas? Hat er echt nicht jetzt den... Warum hat er den Feuerball nicht auf den Turm geworfen, der Esel? Den packen wir noch. Den packen wir noch. Sehr schön. Ich kann noch gewinnen. Jawohl. Ach ja, meine Freunde. So. Jetzt haben wir noch eins. Wie lange haben wir denn? 16? Ja, wir können noch. Alles klar. Mal gucken, wie es weitergeht. Aufteilen. Gucken, wo was kommt. Noch kommt gar nichts. Da kommt was, dann setzen wir das mal nach hier. Das hat auch funktioniert, das ist schon mal schön jetzt. Jetzt haben wir die Prinzessin noch, die ein bisschen rumballert. Na, Hexe. Los Hexos. Weiß nicht, was machen wir mal? Hier machen wir mal so. Hexos kaputtos. Barbaren. Ja, jetzt können wir erstmal wieder ein bisschen abwarten. Ein bisschen abwartet denn. Da können wir die Musketiere mal nehmen. Oh. Der feine Herr. Lavahund. Nein. Jetzt läuft doch einer. Ja, okay. Ist in Ordnung. Vollkommen in Ordnung. Feuerball geht dahin. Statt dass sich darum kümmert, dass ein Lavahund durchkommt. Aber das ist gut. Das kriegen wir geregelt. Wir müssen nur frühzeitig das Ding kaputt schießen. So, jetzt. Und dann Pfeile. Dann ist schon wieder Ruhe im Schacht. Das war ganz gut. Schweinereiter. Genau. Prinzessin. Eisgeist hat sich die vorgeknöpft. Das ist auch in Ordnung. Machen wir nochmal kurz so. Und dann ist da alles weg. Und jetzt haben wir noch 153 oben. Hör jetzt mal auf. 153 oben, dann denke ich mal, ist das dieses Mal ein entspannterer Sieg. Mal Eisgeist. Machen wir es auf die gescheite Weise und holen den Turm mit dem Eismann, mit dem Schweinereiter und nicht irgendwie mit Pfeilen oder so. Jetzt müssen wir nur
hier definitiv den Turm verteidigen. Aber ich denke, das sollte zu schaffen sein. Da ist jetzt gleich schon Schicht im Schacht, sag ich mal. Pfeile drauf. Ruhe im Karton. Einer durchgekommen, ist egal. Hier machen wir mal die Barbaren hin. Lakaien zur Sicherheit. Und fertig. Ja, die kann er noch setzen. Die Rakete hat ihm auch nichts mehr geholfen. Jetzt sind wir auch durch für heute, würde ich sagen. Ich wünsche euch ein schönes Restwochenende. Bis dahin, macht's gut und tschüss.